So, also, das ist das Unity-Fenster. Wir werden es kurz ein bisschen anders anordnen, damit es besser optimiert ist. Ich habe es zwar da unter Windows-Layout schon ein paar fertige Layouts, gefallen mir alle nicht. Mir gefällt es am besten, wenn ich diese Hierarchie da links unten habe. Das heißt, einfach nehmen und dann mal da abschieben. Und dieses Game-Fenster schiebe ich mir da rechts um und tue die Dinge da nebeneinander anordnen. Also die hier. Und das schauen wir, dass wir die Anordnung da so alle vor uns haben. Und dann schauen wir weiter. Kommt jetzt was? Ich mache mal als erstes ein Objekt, mit dem ich ein bisschen mal rumspielen kann. Schaut mal nur zu. Ich mache alle Objekte in Unity sind Game Objects. Das heißt, ich mache da Game Object Create Other und mache mal am Anfang ein Cube. Dann seht ihr da jetzt die Cube. Ein paar Sachen sind wichtig. Links ist die Szene, wo ihr eure 3D-Elemente anordnet oder eure generell Elemente oder Game Objects, die ihr dann habt, anordnet. Rechts ist das, was das, wie das Spiel dann ausschaut. Das, was die Kamera sieht. Ihr habt standardmäßig da eine Main-Kamera, die standardmäßig da auf der Z-Achsen 4er schaut. Das heißt, wenn man das jetzt da ein bisschen von der Seite ausschaut, sicher, das schaut da Richtung Würfel und schaut frontal auf den Würfel drauf. Dann sehe ich den Würfel da frontal verfahren. Links unten, das ist der ist die Hierarchie, das heißt, da habt ihr jetzt eure ganzen Game Objects, die was da auf der Bühne sind, aufgelistet. Das könnt ihr zwar direkt auch anklicken, aber einfach ist es meistens, wenn ihr es hier unten auswählt. Und wenn ihr ein Element ausgewählt habt, habt ihr rechts den Inspektor, da habt ihr alle Eigenschaften, die dieses Kastel dann hat. Das ist jetzt unterschiedlich, wenn ihr eine Kamera habt, habe ich da unterschiedliche Eigenschaften natürlich, wie wenn ihr einen Würfel habt. Fürs Erste wichtig für uns sind diese Transform-Eigenschaften, das heißt die Position, die Rotation und die Kreis, die Skalierung. Ändern tue ich diese Sachen damit diese vier Buttons, die aber auch auf Q, W, E und R geklickt sind, auf der Tastatur. Das ist jetzt da, genauso wie in alle 3D-Programme, ist tatsächlich dann am leichtesten, wenn ihr die Finger da drauf habt und das mal durchprobiert. Wenn ihr dann auf Position ändern oder dran oder auf Skalieren seid, habt ihr da halt jeweils diese Knüppel, mit denen ihr das machen könnt. Und diese Knüppel haben Farben. Und zwar Rot, Grün und Blau. Das merkt man sich am besten mit RGB. Rot, Grün und Blau. Und X, Y und Z ist RGB. Das heißt, X ist Rot, Y ist Grün und Z ist Blau. Also wenn ihr so einen Knüppel habt, RGB, X, Y und Z. Wisst sofort, in welcher Achsen ihr das jetzt da verdraht oder verschiebt oder sonst irgendwas. Mein erster Vorschlag ist, macht euch alle mal so einen Knüppel. Tats einmal ein bisschen mal umschirmen, schaut einmal, dass mit diesen Griffe da warm wird. Und wenn ihr das dann habt, löscht den Knüppel wieder und macht euch wieder einen Neichen und schaut, dass der dann so ausschaut. Und zwar flach und ein bisschen breiter. Und zwar so, dass er in der Kamera View flach und ein bisschen breiter ist. Eins habe ich noch nicht gesagt von Anfang an, wenn ihr ein neues Objekt erzeugt, das erste, was macht, setzt es einmal auf 0. 0, 0, damit es im Ursprung liegt und ihr wisst, wo das Teil ist, weil das kann sein, dass es beim Start irgendwo ist. Dann habt ihr es da wieder schön in der Mitte und könnt es dann von dort weg verschieben. Ein Sekunden. Wenn ihr gerade drauf schauen wollt, auf das Teil, könnt ihr da direkt auf die Achsen draufklicken und dann schaut ihr direkt auf die Achsen drauf. Das heißt, jetzt schaue ich von oben drauf gerade auf das Teil, ich darf aber gern auf der Z-Achsen von vorn drauf schauen und das geht am gescheitersten, indem ich da oben auf die Knüppel so lange drauf drücke, bis ich oben die Y-Achsen habe, in der senkrechten und in der horizontalen die X-Achsen. Jetzt schaue ich gerade drauf und das ist auch momentan ungefähr die View, die die Kamera sieht. So, jetzt machen wir da wieder kurz. Mittlere Maustasten ist verschieben, rechte Maustasten ist mich selber, die Welt dran, also die Welt vor mir dran und mit der mittleren Maustaste mit dem Scroll-Rad da ihr zoomen. Und wenn ihr es dann wieder gerade haben wollt, klickt es da oben einfach auf die Achsen drauf wieder. So, na, spürt sich ein bisschen dazu mal auf. Ich mache jetzt nur ein Game Object und zwar eine Kugel. Das ist 4. Die jetzt als erstes natürlich auch wieder auf 000 setzt. 000. Und ein bisschen auf verschiebt. Und zwar in der Y-Achsen gerade nach oben, sodass es über dem Battle ist. Gut. Das erste, was ich mache, ich benenne die Dinge jetzt einmal um, damit die einen sinnvollen Namen haben und nicht Cube und Sphere hassen.
Das kann ich machen, indem ich entweder da unten einfach draufklicke oder indem ich es anklicke und dann rechts im Inspektorfenster das da oben ändert. Das heißt, ich ändere mir das 4 und nenne das Ball und ich ändere mir Cube und nenne das Pedal. Gut, dann bevor ich da jetzt wieder stoppe, ein Objekt erzeuge ich mir noch, dann dürft ihr wieder. Und zwar ein Point Light, weil momentan ist meine Szene da rechts ein Finster. Also die Dinger sind in Wirklichkeit weiß, da rühren sie sich in der richtigen Farbe. Aber im Ausgabefenster, das was die Kamera sieht, sind die schwarz, weil es einfach nur kein Licht gibt. Darum erzeuge ich da Game Object a Point Light und platziere das jetzt so, dass zwischen Kamera und den Objekten ist. Das tue ich mir leichten, indem ich einmal zum Beispiel von oben drauf schaue, das ist ein Blufierer schiebe. Ich kann dann mal schauen, links, rechts beleuchten. Das ist einfach ein Glühbirnl, das ich mir drum schieben kann. Das probiert es. Macht euch, benennt die Dinger um und macht ein neues Licht und hat das Licht ein bisschen mal drum schieben. Unser Ball ist momentan ein bisschen steif. Wir haben da hier oben einen Play-Button. Wenn wir auf diesen Play-Button draufdrücken, spielen wir quasi unser Spiel an. Gut. Momentan passiert da nicht recht viel. Nein. Wichtig mit dem Play-Button, das müsst ihr euch merken. Während ihr da auf Play gedrückt habt, wenn ihr da irgendwas ändert, ihr könnt da Sachen verschieben, ihr könnt da das Pedal zum Beispiel verschieben und lustig sein, sobald ihr da auf Stopp drückt, ist alles wieder so, wie es vorher war. Das gilt für alle Eigenschaften da herum. Das heißt, immer wenn ihr was ändert, passt auf, dass ihr da nicht Play gedrückt habt. Einigermaßen wichtig. Das passiert voll oft. Gut. Dann, eine Kleinigkeit, ich will, dass der Ball sich oben bewegt. Mit Processing und mit JavaScript haben wir das dann immer so gemacht, dass wir in einem Loop einfach pixelweise diesen Ball dann nach unten bewegt haben oder nach unten gezeichnet haben. In Unity haben wir den Vorteil, dass Unity von sich aus schon so eine Physik-Engine mitbringt. Das heißt, es hat für sich aus die komplette Logik, die es braucht, um eine reale Welt, also die normale Physik von einer normalen Welt, zu simulieren. Ich muss den Objekten nur sagen, hey du, verwende diese Physik-Engine oder gib die in die Physik-Engine ein. Dazu brauche ich den Ball eigentlich nur markieren, rechts auf Add Component klicken, das jetzt bei mir ein bisschen komisch ausschaut. Da steht normalerweise Add Component, Physics und ein Rigid Body hinzufügen. Dann könnt ihr auf Play drucken und er sollte runterfliegen. Wups, und mein Laptop ist nicht der schnellste. Punkt. Oder wir fahren es mal gleich aus. Ich kann das Pedal verschieben und es fliegt weiter runter. Wichtig ist danach wieder auf Stopp, bevor es irgendwas anderes ändert. Gut. Passe. Das nächste, was wir machen wollen, ist, dass wir unser Pedal bewegen. Unser Pedal bewegen heißt im Mech, wenn wir das Pedal da jetzt markieren, die Bewegung da automatisch machen. Das heißt, ich muss den Wert da, dieses X, ändern. Bevor wir das machen, lege ich mal in die Assets, da unten, einen neuen Ordner an und nenne den Script. Und in dem Ordner Script lege ich mir eine neue Datei an, nämlich ein JavaScript-File. Ihr seht da, man kann jetzt nicht nur JavaScript machen, sondern auch C-Sharp, BlueScript. Wichtig sind eigentlich nur C-Sharp und JavaScript und da am wichtigsten ist eigentlich C-Sharp. Ich sage es wie es ist, beide sind exakt gleich zum Programmieren, die Funktionen funktionieren, also hassen exakt gleich, wenn man das eine kann, kann man das andere. Nur vom Syntax her haben wir bis jetzt JavaScript gelernt, darum verwenden wir jetzt auch JavaScript, werden wir es jetzt da leichter dann. Man wird wahrscheinlich irgendwann einmal gern zu C-Sharp wechseln, also die, was professionell in Unity machen, haben zumindest mir immer gesagt, sie nehmen auf jeden Fall C-Sharp, weil JavaScript sehr einfach nervt. In JavaScript hast du keine so strenge Typisierung, das heißt, du musst den Datentyp vor Variablen nicht immer dazu schreiben, das Float und so weiter, was dazu führt, dass die Variablen oft oder immer einen Standarddatentyp haben, also alle Zahlen sind immer Float, was wieder heißt, dass das Unity im Hintergrund überlegen muss, okay, was ist das jetzt für Datentyp und mehr Speicher reservieren muss für eine Variable, als jetzt zum Beispiel in C-Sharp, wo es ja klipp und klar weiß, genau, das ist dieser Boolean, da brauche ich nicht viel, da brauche ich nur ein Bit reservieren, da brauche ich nicht viel Speicher. Wir machen jetzt einmal JavaScript und nennen das Pedal und dann das JavaScript auf das Pedal draufschieben. Ja. Wenn ihr das Pedal markiert, seht ihr da, habt ihr eine neue Komponente rechts im Inspektor mit dem Script und dann einmal doppelklicken aufs JavaScript, dann öffnet sich der
Mono-Develop und dann warten wir wieder zusammen und machen wieder gemeinsam. Mhm. Wenn ihr euch das Skript anschaut, mir ist das eigentlich sofort bekannt vorkommen. Ihr habt ein Start und ein Update. Das heißt, der Start wird automatisch ausgeführt, wenn das Objekt einmal erzeugt wird. Nachdem bei uns standardmäßig für Statik auf der Bühne sind, wird der Start beim Starten ausgeführt. Und der Update wird mit jedem Frame ausgeführt. Also haben wir dasselbe wie im Processing. Wir haben nichts, das ist nichts anderes als das Setup und die Draw im Processing. Wenn wir da jetzt da was ändern wollen, sage ich vorher noch was anderes. Wenn ich da global oben jetzt eine Variable definiere, zum Beispiel var. Oder ich mache vorher was anderes. Machen wir es vorher so. Ich würde das Pedal bewegen. Ich würde das Pedal aussprechen. Das Pedal selber, ich bin ja auf dem Pedal drauf, also mein Skript liegt auf dem Pedal, das heißt, Pedal selber, mich selber spreche mit dies an. Das Schöne ist jetzt, wenn ihr euch in den Spektrum schaut, habt ihr da die Komponenten. In der Komponenten Transform habt ihr eine Position, in der Position habt ihr X. Und exakt so funktioniert das auch da. Dies, Punkt, sagt die Komponente, Transform. Das Type-Hinting in dem Unity funktioniert wirklich gut. Das heißt, die ganzen Funktionen müsst ihr nicht auswendig kennen. Es reicht, wenn ihr es einfach probiert. Es braucht nur sagen, Punkt. Und ihr seht schon alle Funktionen, die jetzt da auf dem Element möglich sind. Punkt Transform, hat es auf der Komponente Transform, Punkt Position, ändert die Position, Punkt X, ändert die Position von X. Und wenn ich da jetzt sage, Minus ist gleich 0,1, könnt ihr das 1 zu 1 gleich ausprobieren. Und das Pedal sollte sich wegbewegen. Oder nicht? Hoppala, das gibt Fehler. Stimmt. Komisch, dass er überhaupt gestartet hat. So. Gut, also das heißt, das Ding bewegt sich. Schauen wir, ob es das bei mir jetzt auch wirklich macht. Trotz Aufnahme? Ja. War noch zwar ein bisschen langsamer als bei euch, aber es bewegt sich. Jetzt wieder zurück zu der Variable. Wenn ich da jetzt da in Unity, in MonoDevelop, oben global eine Variable definiere, war Speed, Strichpunkt, und die Variable jetzt hernehme, statt dem 0,1. So, ich produziere da jetzt absichtlich einen Fehler. Wenn ich das jetzt ausführe, ups, da will ich hin, brauche ich nicht, dann wird einmal ein Fehler schreien. Da unten schreit er schon. In der Konsole sehe ich immer den Fehler genau. Ich sehe ja die Zahlen, wo er auftaucht ist und kann doppelklicken drauf. Und dann zeigt er mir den Fehler im Mono-Develop aus. Er springt zu der Zahl, wo er ist. So. In dem Fall schreit er, dass da rechts ich versuche, Variable mit Typ Object damit zum Minus rechnen, was nicht geht, weil das kann er nur mit Zahlen. Also er hätte eine Flotte erwartet, ist aber Object da. Jetzt kann ich in Unity dazu nötigen, dass die Variable Speed auch wirklich ein Float ist. Weil ich habe da jetzt noch keinen Wert zugewiesen, darum kann er auch selbst noch nicht einschätzen, was ist da jetzt wirklich drinnen. Das machen wir mit Doppelpunkt, das geht genauso wie in Flash. Ich sage einfach Speed, also die Variable, Doppelpunkt und den Datentyp, zum Beispiel Float. Und damit erzwinge ich für die Variable den Datentyp. Sollte jetzt dann nochmal mit C-Sharp was machen. Übrigens im dritten Semester vierten Semester interaktive Medien habt sowieso C-Sharp. Ob da, kennt ihr auch, wenn ihr was mit Unity macht, mit C-Sharp gleich. Funktioniert genauso. So, jetzt aber noch wichtig, wenn ihr da eine Variable definiert habt und in Unity jetzt da auf das Element drauf geht, dann wird oder solltet ihr die Variable da rechts im Skript haben. Bei mir macht er wieder irgendwas, ich glaube er ist am Aufhänger. Jetzt ist da. Und da könnt ihr es auch ändern. Das heißt, ich kann da jetzt da entweder direkt zur Laufzeit die Variable ändern. Das heißt, kann da jetzt ein bisschen größer, langsamer, größer. Oder kann halt da jetzt da fix den Wert eingeben. Das heißt, ihr müsst, damit ihr Variablen ändert, nicht immer ins Skript wechseln. Wenn ihr das Skript einmal definiert habt und das gilt, könnt ihr da drinnen auch die Variablen definieren. Es geht natürlich auch genauso im Skript, also ihr könnt es ja genauso da oben ist gleich 0,1 dazu schreiben. Gülden tut immer das, was ihr in Unity eingestellt habt. Also wenn ihr da 0,1 dazu schreibt und ihr ändert das da, dann gilt das, was da steht. Das ist wichtig. Gut, das sollte jetzt dasselbe machen wie vorher. Und
sich wieder bewegen. Nur halt, dass man mit einer Speed-Variable die da ändern kann. Und auch zur Laufzeit ändern kann, das ist das Praktischste drauf. Das heißt, während ich da jetzt das anspiele, kann ich da jetzt die Variable ändern und schauen, wie funktioniert es zum Beispiel besser. Also, nur links und rechts bewegen, wenn ich einen Tasten drücke. Heißt, ich baue mal If-Bedingung, wo ich nachschaue, drücke ich gerade eine Taste. Es gibt ein Objekt, das heißt Input. Input steht schon da, Punkt. Da gibt es wieder eine Funktion drauf, die heißt GetKey. Steht auch schon da. Und der muss jetzt da mit einem String sagen, was für Tasten. Da gibt es aber wieder ein eigenes Objekt, KeyCode. Nehmen wir das gleich. Weil da sind jetzt, wenn ich KeyCode Punkt sage, alle Tasten aufgelistet. Und da hätte ich zum Beispiel, wenn ich den linken Pfeil haben will, sage ich da Left Error, dann steht da der Pfeil links dran. Klammer zu, geschwungene Klammer auf, dann das Transform, geschwungene Klammer zu. Dann mache ich einmal Copy-Paste und mache dasselbe für den rechten Pfeil und mit Plus Speed, damit er sich dort nach rechts bewegt. Das heißt, da Plus Speed und da nicht links, sondern Right. So, speichern. Und wenn ich das ausführe, müsstet ihr jetzt schon mit meinen Tasten das Teil steuern können. Schauen wir mal. Oder nicht. Links, rechts. Haut hin. Moment. Kann ich das mitgeteilt trotzdem? Ja. Ich will, dass der Ball hupt. Momentan fällt der Ball runter und bleibt drauf liegen. Wenn ich will, dass der Ball hupt, kann ich das mit Code natürlich machen. Aber wir probieren es einmal was anderes. Ich muss dem Ballen ein Material geben, das hupft, ja. Das ein bisschen hupfiger ist. Jetzt momentan ist er eher mehr Stahlkugel, weil der fliegt oben und bleibt liegen. Wolltest du es aufnehmen? Nein, nicht auf. Ich nehme auf. Dazu klickt man bei Assets auf Import Package und importieren dann mal die Physik Materials. Also, Assets, Import Package, Physik Materials. Na, ganz oben im Menü ist jetzt Import Package Physik Materials. Wenn ihr die importiert habt, habt ihr es dann da herunter. Also da importiert es einfach alle. Import. Warum importieren wir die? Und dann habt ihr da herunter die Physik Materials. So, unter anderem das Bouncy. Also ihr könnt euch aussuchen, was wollt, aber wir wollen jetzt das Bouncy Material, das macht den Ball ein bisschen hupfiger. Und das Bouncy Material nehmen wir und schieben jetzt einfach auf den Ball drauf. Das müsste schon reichen, damit der Ball hupft. Ihr könnt dann auch direkt das Bouncy-Material einmal anschauen und da oben nur so Sachen wie Reibung oder die Bounciness ändern. Das heißt, wenn ihr jetzt den Ball anschaut, hupft er jetzt immer ungefähr gleich hoch oder sogar ein bisschen höher. Wenn ihr wollt, dass er weniger hoch hupft, gebt da einmal zum Beispiel 0,6 ein und startet das. Dann hupft er ein bisschen träger und bleibt irgendwann wieder liegen. Aber wir wollen da jetzt 1 lassen, also wir bleiben da bei der Bounciness 1. Dann müssen wir alle einen hupfenden Ball haben. Das mit der Rotation ist einmal Copy-Paste, das heißt, das da nehme ich mal her, sage da jetzt nicht beim Left Arrow, sondern beim Up Arrow, soll er jetzt nicht die Position ändern, ja, nehme ich den Up Arrow. Soll ich nicht die Position ändern, sondern die Rotation.z und da Speed Zehntel, minus ist gleich Speed durch 10 und da herunten dasselbe, nicht die Position, sondern die Rotation.z plus ist gleich Speed durch 10 und da wieder nicht den Right Arrow, sondern den Down. So. Damit sollte ich jetzt eigentlich schon ein Pedal haben oder einen Compiler-Error. Ich habe einen Strichpunkt vergessen, so wie es ausschaut, nämlich da. Strichpunkt. Und sollte das Teil jetzt schon steuern können. Links, rechts und neigen. Und kann den Ball auch schon ein bisschen. Gut. Oh ja, schon. Ich will, dass unser Ball jetzt ein Material da Farbe kriegt. In Unity, damit ich
Gegenständen eine Farbe geben kann oder Gegenstände einfach bunt machen kann oder Oberflächen geben kann, brauchen sie ein Material, ein Material. Das kann ich da unten im Projekt machen, indem ich da sage New Material. Dann erzeugt er mir da unten ein Material. Ich nenne das Material gleich Ball. Ich habe es jetzt unabsichtlich dabei die Physik Materials, das heißt, ich schieb's mir mal in den Asset-Ordner aus, ich will da raus in die Assets haben. Und dieses Ballmaterial hat jetzt da oben eben diese Eigenschaften, die bei mir jetzt wieder gut versteckt sind. Main Color war da die Main Color und darunter konnte ich ein Bild draufsetzen. Wenn ich da auf dieses Color-Dings da rechts draufklicke, dann kann ich da zum Beispiel die Farbe stellen rot, dann habe ich da ein rotes Material. Das Ding brauche ich nur jetzt nehmen und wieder auf den Ball draufziehen, dann ist er rot. Eine andere lustige Sache. Wenn Sie da jetzt wirklich ein Bild drauf mappen wollt, braucht ihr nur ein Bild nehmen, da in diesen Projektordner, in diesen Asset-Ordner einschieben und dann auf diesen Ball, auf dieses Material draufschieben. Ich mache das einmal. Ich habe vorher oder in der letzten Gruppe schon in Google einmal eingegeben Ball Texture und habe das da gefunden. Ein Ball Texture. Wenn ich das Bild da jetzt nehme, in Unity da herschiebe, dann habe ich das erste einmal jetzt da im Asset-Ordner. Und wenn ich mir da jetzt das Palmmaterial hernehme und das Teil da drauf schiebe, dann hat man bald diese Texture und schaut auf einmal aus wie ein Fußball. Ich mache die Farbe wieder auf weiß, weil Fußball schaut irgendwie weiß lustig aus. Und mein Fußball schaut aus wie ein Fußball. Das Lustige ist, jetzt sieht man nämlich auch, dass er sich dreht. Also wenn ich das Spiel jetzt spiele und da mal dumm fahre und den noch ein bisschen. Gut. Ich hätte jetzt gern, dass wenn der Ball runterfliegt, dass er neu startet. Das heißt, dass die Sache wieder von null weggeht. Dazu tue ich mir das Ganze jetzt einmal speichern. Und zwar die Szene speichern. Die Szene ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Level. Also ich speichere das mal als Szene 1. Kann ich das direkt auf eine Festplatte oder? Ja, einfach auf Speichern, dann speichert es automatisch im Projektordner. Und ihr habt die Szene dann auch da unten jetzt im Asset drinnen. Es muss da ja ins Asset-Ordner gespeichert werden, sonst geht es nicht. Ja. Ich habe das interessanterweise Szene 1 getauft und da steht jetzt Szene, also das heißt Szene 1. Ich habe da nur wieder die üblichen Grafikfehler heute. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Level. Wenn ihr ein Level gestaltet, habt ihr jetzt einen Haufen der Objekte, wo ich durchspazieren kann oder wo ich irgendwas mache. Wenn ihr das Level geschafft habt, dann wechselt ihr das Level oder ihr wechselt die Szene. Das heißt, eine Szene könnt ihr euch für ein Level vorstellen. Ich mache mir jetzt einmal ein neues Ball-Skript nebenbei. New, Create, JavaScript, Ball. Und ziehe mir das auf den Ball. Wichtig, Skript. Immer auch dann dort draufziehen, wo ihr es haben wollt. Oder gleich als neue Komponente machen. Wahrscheinlich muss ich eher neue Komponenten machen, weil er spinnt gerade wieder. Ball. Jetzt ist es drauf. Ihr könnt es auch kontrollieren immer, ihr habt dann im Inspektor von dem Objekt dann das Ball-Skript, dann doppelklicken. Und im Ball-Skript mache ich jetzt eine Kleinigkeit, ich prüfe, wenn der Ball unterhalb vom Battle ist, soll er die Szene neu starten. Das heißt, A2, if this.transform.position.y ist kleiner als, sagen wir, minus 3, weil mein Petal liegt jetzt auf 0, das habe ich standardmäßig auf 0 und 0 gesetzt, genau in der Mitte, gleich. Dann soll er sagen, okay, application.loadLevel und da jetzt den Namen, mit dem ihr euch eine Szene gespeichert habt, also bei mir Szene 1. Jetzt sollte er dann, wenn der Point runterfliegt, die Szene neu starten. Das probiere ich noch kurz. Schauen wir, Point. Heute muss ich besonders geduldig sein. Ballen fliegt oben. Und Szene startet neu. Ballen fliegt oben. Szene startet neu. Passt. Zum Beispiel wird zuerst die Frage wegen Hintergrund. Machen wir mal kurz an. Ich mache mal als Hintergrund jetzt als erstes einmal ein neues Game Object und zwar ein Lane. Also einfach eine plane Flächen. Diese plane Flächen, ich finde es immer ein bisschen nervig, weil die plane Flächen sieht man nicht so gut.
jetzt habe ich da so eine plane Fläche, die ich jetzt hier. Ich mache mal als erstes auf die plane Fläche ein Material. Ich habe mir da einen Himmel, also Wolken, runtergeladen. Mal kurz anschauen. Die schauen so aus, den hätte ich jetzt gerne als Hintergrund. Ich ziehe mir das Ding jetzt wieder einfach rein. Jetzt habe ich mir das heißt, das wieder aussehen. So, in meinen Asset-Ordner. Jetzt probieren wir mal kurz die Abkürzung. Und dann einmal die Blend direkt auf die, also die Speed direkt draufschieben, dann erzeugt er automatisch ein Material. Stimmt sogar, aber erzeugt sogar ein Materials-Ordner, finde ich eigentlich auch gar nicht so uncool. So, das heißt, ich habe jetzt eine Plane mit dem Material drauf und sehe es nicht. Weil die Plane liegt flach. So, das heißt, ich muss als erstes die Plane mal drehen, so dass ich überhaupt drauf schaue. So, da ist einmal die erste Frage, was für Achsen, und zwar um die X-Achsen will ich dran. Und zwar um 90 Grad. Und ich will es nach hinten verschieben, so dass ich es sehe. So, jetzt habe ich es um 90 Grad dran und sehe gar nichts. Weil ich wahrscheinlich auf der falschen, vor der falschen Seite drauf schaue. Das ist das nächste Ungute bei so einer Plane. Wenn ich der, von der auf einer Seite eine Textur habe, sehe ich von der anderen Seite gar nichts. Also ich drehe es jetzt da, probiere es da mal um minus 90 Grad zum Drehen. Geht besser. Jetzt sehe ich es da auch. Gut, jetzt muss ich um die Z-Achsen um 180 Grad drehen, weil es am Kopf steht. Mach her gleich. Aber ist jetzt... Minus 180? Minus blöd? Ich mag's händisch. Achso, warte, da habe ich falsche Ansicht. Also das Local Space oben ausgewählt. Dreh's einfach händisch um. So. Welche Achsen war das jetzt? So. Und ich mag's noch größer. Ein bisschen nach unten noch und ich habe da meine Wolken dran. Genau, jetzt ist die Beleuchtung suboptimal, das heißt, ich nehme das Licht noch her und tue die Reichweite vom Licht ein bisschen vergrößern. Aber jetzt schaut es echt aus. Schaut vollkommen toll aus, gell? Also das ist keine echte Wiener. Die Plane nur ein bisschen nach unten. So. Und ich habe einen Hintergrund. Eine andere Kleinigkeit will ich auch noch kurz sagen. Ich kann diese Elemente ineinander verschachteln. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und zum Beispiel den Ball direkt in das Pedal einschieben. Das hat die da verschachtelt. Wenn ich das jetzt abspiele, wird der Ball immer dem Pedal folgen. Was natürlich in unserem Spiel jetzt ein bisschen hitlos ist, weil dann kann ich nicht alle fliegen, aber probieren wir es mal. Ja, Ball immer beim Pedal. Gut. Ja, wenn man schief steht, fliegt er trotzdem alle. Gut, macht natürlich keinen Sinn. Lustiger sind so Geschichten wie die Kamera zum Beispiel an ein Objekt hängen. Ich kann jetzt sagen, hey Kamera, du verfolgst das Pedal. Macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, aber probieren wir es trotzdem. Man könnte die Kamera nicht hängen. Jetzt wird das Pedal immer in der Mitte bleiben, weil die Kamera das Pedal verfolgt. Das heißt, ich kann da mit meinen Ballen umherum hupfen. Ganz frickig ist, wenn ich die Kamera direkt auf den Ballen drauflege. Genau, jetzt wird die Kamera den Ballen verfolgen und wenn sie jetzt der Ballen dreht, kann sie natürlich auch die Kamera. Das ist wieder Leinwand. Und das spielt dann einmal. Und das ist sicher Leinwand für solche Outing, wenn alle anfassen. Gut, aber ich gebe es jetzt wieder aus, weil es natürlich jetzt für unser Spiel macht es natürlich keinen Sinn. Gut, speichern und inhaltlich war es das jetzt einmal.